Blubilla ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Myrapla und Duflor. Des Weiteren bildet es das Gegenstück zu Giflor. Blubilla ist ein kleines, hauptsächlich grün gefärbtes Pokémon. Es besitzt einen runden Kopf und einen freundlichen Gesichtsausdruck. Sein Gesicht besteht aus zwei kleinen Knopfaugen, einem kleinen Mund, in dessen Inneren die Zunge zu sehen ist, und zwei roten Grübchen unter den Augen. Zu seinen auffälligsten Merkmalen sind die beiden roten Blüten an seinem Kopf, die nach vorne weisen und sich oben rechts und links befinden. Die Blüten haben jeweils 5 rote Blütenblätter und einen gelben Stempel. Unmittelbar unter dem Kopf sind die beiden kurzen Arme des Pokémon zu sehen, an denen keine Hände zu erkennen sind. Beine sind bei Blubilla nicht sichtbar, sie werden von einem Blütenrock verdeckt. Dieser besteht aus 4 gelben und 8 grünen Blüten bzw. Blättern. In seiner Shiny-Form ist Blubillas Körper violett gefärbt, die Blüten auf seinem Kopf sind rosa. Die normalerweise grünen Blätter des Rockes sind etwas bläulicher, während die gelben Blätter in einem hellgrünen Ton gehalten sind. Das immer fröhliche und liebenswürdige Pokémon ist vorzugsweise auf Wiesen oder großen Feldern anzutreffen, wo es sich seinen Lebensraum mit anderen Pokémon wie zum Beispiel Sonflora, Giflor oder Hopsporos teilt. Für gewöhnlich scheut Blubilla den Kampf, da es Frieden und Harmonie repräsentiert, was es jedoch nicht davon abhält, feindliche Pokémon mit giftigen Sporen zu attackieren. Hierbei führt es einen grazilen Tanz auf und lässt diese über die schönen bunten Blumen aus seinem Kopf entweichen. Dieser Tanz dient allerdings nicht rein dafür, feindliche Angreifer abzuwehren, sondern auch um einen betörenden Duft zu verstreuen, welcher Pokémon sowie Menschen in der Nähe in ein traumhaftes Spiel aus Duft und Zufriedenheit verfallen lässt. Blubilla stellen für seine Trainer äußerst treue und liebevolle Begleiter dar, da sie stets um das Wohl anderer besorgt sind. Langjährige Beobachtungen haben ergeben, dass sich zu einem gewissen Punkt im Jahr eine ganze Schar Blubilla arrangiert, um einen Tanz aufzuführen, welcher jedes Mal unzählige Zuschauer anzieht und begeistert. Fähigkeiten können zum einen Chlorophyll sein oder auch die versteckte Fähigkeit Heilherz. Bei Heilherz besteht eine 30%ige Chance, dass Statusveränderungen geheilt werden, und bei Chlorophyll wird das Sonnenlicht verstärkt. Zu seinen Attacken können dabei ganz viele Pflanzenattacken, sowohl spezielle als auch physische, Attacken zählen, wobei physisch nur Blütenwirbel steht. Speziell sind beispielsweise Pflanzenattacken wie Absorber, Megasauger oder Blättertanz, als auch die Statusattacke Stachelspore zu finden. Des Weiteren gibt es auch vom Typen Gift die Attacke Giftpuder, Toxin oder Säure. Auch vom Typen Fee erlernt er Mondgewalt oder Mondschein, und vom Typen Normal die Attacke Wachstum und Lockduft, sowie vom Typen Käfer Falterreigen. Das Pokémon bildet neben Giflor eine weitere Entwicklungsmöglichkeit von Duflor. Hierfür wird mit seiner vorgegangenen Entwicklung statt einem Blattstein einen Sonnenstein gegeben. Bei der Entwicklung zu Giflor werden die Blätter auf Duflors Kopf zu rosa Blüten mit weißen Punkten. Blubilla hingegen bekommt ein Blätterkleid und 2 Blumen auf dem Kopf, und es verliert den Gifttypen bei der Entwicklung. Mit seinen Typen nimmt es halben Schaden gegen Pflanzen-, Wasser-, Elektro- und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Eis-, Gift-, Flug- und Käferattacken, und der Rest macht normalen Schaden.